So ein Schelm, weißt? Glaub mal ja nicht, dass meine Anmoderation so gut wird wie deine, du Lügner! Ah, ich freue mich heute, mit euch einen kleinen interaktiven Workshop zu machen. Ja, genau, wie ich. Nach dem letzten Impulsabend kam jemand auf mich zu, der schon bei allen möglichen Großveranstaltungen war, der schon bei den großen Namen der Sprecherszene war, der schon viel erlebt hat und sagte, Marc, deine Abende sind cool, aber mir fehlt ein Element, und zwar Dinge, die ich mit nach Hause nehmen kann, die ich morgen anwenden kann. Und ich dachte mir, alles klar, dir werde ich es zeigen. Und dementsprechend machen wir heute interaktives, halbinteraktives, semi-interaktives Lernen. Viele von euch werden das kennen. Es gibt auf der Welt da so Menschen. Und diese Menschen sehen aus wie Menschen. Diese Menschen verhalten sich meistens wie Menschen. Und diese Menschen sprechen auch wie Menschen. Und dann versucht man mit ihnen zu kommunizieren, ja, hier so auf Deutsch oder Englisch, wahlweise. Aber in dem Augenblick, wo man das versucht, da stellt man fest, die sind vom Mars. Da versucht man natürlich durchzukommen, sagt ihnen ganz klar, was man meint, was Sache ist, und das Gegenteil kommt an, das Gegenteil wird umgesetzt. Wer kennt sowas? Dankeschön. Und ich hatte dieses Problem selber. Und zwar war ich irgendwann der Auffassung, dass wahrscheinlich die ganzen Leute um mich herum riesige Trottel sind, weil mich keiner versteht. Und ich meine, ich bin doch klar, oder? Also bitte. Und irgendwann kam mal jemand und sagte, hey Marc, bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass das vielleicht am Rande mit an dir liegt? An der Art und Weise, wie du mit den Menschen umgehst, mit ihm sprichst, in welcher Sprache du mit ihnen sprichst. Und ich so, Deutsch? Und er so, ja, wir reden in einem Jahr nochmal. Und ein Jahr später war dann irgendwann der zündende Tropfen gefallen. Und ich habe festgestellt, meine große Erkenntnis war, dass nicht jeder Mensch so ist wie ich. Meine Güte, was für eine Erkenntnis, oder? Mind blown. Ding! Wer immer das war, vielen Dank, raus! Und ich möchte mit euch heute eine Art System, ja, mal antasten, mal schleifen. Ich bin ein großer Freund der Analytik. Wenn mich ein Thema interessiert, und Menschen sind ein Thema, das mich interessiert, dann ist es mein Wunsch zu verstehen, was zwischenmenschlich passiert, warum es passiert, wie es passiert und wie ich es für mich nutzen kann. Und dieses Wischiwaschi-Wort Kommunikation, ja, das uns ständig umgibt, das ist eins der Themen, die mich begeistert haben, weil wer mich noch vor 5 bis 10 Jahren gekannt hat, der weiß, dass das nicht immer meine Stärke war. Und vor allem war mein Problem, dass das, was ich sagen wollte, das, was ich umsetzen wollte durch Sprache, dass das bei anderen nicht ankam und dass die Verhaltensweisen und die Gedanken anderer für mich nicht schlüssig waren. Und eine Sache, mit denen ich ein Riesenvergnügen habe, ist es, gedanklich eine Art Schublade aufzubauen, verschiedene Schubladen aufzubauen, in die ich Menschen, die ich kennenlerne, im ersten Augenblick grob einsortieren kann. Für alle, die jetzt gleich kommen und sagen, ey, Schubladen denken, du Arschloch. Erstmal einsortieren und dann reflektieren und dann korrigieren. Und dieses Einsortieren, das machen wir ständig. Wir verallgemeinern Dinge ständig und dementsprechend können wir es auch bewusst tun. Und ich habe angefangen, mich mit Profilen von Menschen zu beschäftigen. Mit Gedanken und Verhaltensmustern. Und ganz viele von euch kennen bestimmt so diese 4-Farben-Lehre des Menschen. So die Roten, die Dominanten, die Gelben, die Wilden, die Partyleute und so weiter. Oder in aktuelleren Zeiten Delfine, Wale, Eulen und was war das 4. Haie. Haie, genau, Haie. Tobias Beck kennen viele von euch. Und von diesen Systemen gibt es einen ganzen Haufen. Und ich habe mir ein System zum Verstehen von Menschen und Verhaltensweisen rausgesucht aus dem neurolinguistischen Programmieren. Wer das kennt, völlig egal, ob das kennt oder nicht, namens Metaprogramm. Und bevor ich auf irgendwelches Fachchinesisch eingehe, gehen wir gleich mal in die Praxis. Jetzt kommt das, was ihr morgen umsetzen könnt und wo es euch die nächsten Wochen öfters mal ein Grinsen aufs Gesicht zaubern wird. Das erste Programm, das ich euch vorstellen möchte,
ist eins meiner liebsten Programme. Und das ist der sogenannte Matcher und Mismatcher. Und jeder von euch, der Tinder schon mal benutzt hat, diese Flirt-App, wo man so wischen kann, weiß, wenn beide so ein Herz machen, ist es ein Match. Und wenn einer kein Herz macht, ist es ein Mismatch. Die Jungen kennen das, die Alten sagen, wie im echten Leben. Und der Matcher, den demonstriere ich jetzt mal so wie im Schauspiel. Der kommt morgens in die Arbeit. Guten Morgen, Leute. Heute ist ein geiler Tag. Die Sonne scheint. Ich darf zur Arbeit gehen. Mir geht's gut. Und es ist super. Alle, die jetzt das Gesicht verziehen und sich denken, oh Gott, bitte nicht. Das sind keine Matcher. Jetzt demonstriere ich mal den Mismatcher. Boah. Stau. Weil irgendwelche Idioten zu blöd sind, das Reißverschlussverfahren zu verstehen. Weißt du, es ist so einfach. Einer rein, der nächste rein. Einer rein, der nächste rein. Das ist so einfach. Und manche Leute haben ihren Führerschein im Lotto gewonnen. Oh, hey, pff, Wahnsinn. Schön, dass ich angekommen bin. Ja. Jetzt verziehen einige von euch das Gesicht und in den Köpfen geht ab. Wie kann man so eine negative Energie haben? Das ist doch voll so, ja, so, das macht man doch nicht. Wenn das in euren Köpfen passiert, Matcher. Der Matcher hat als Grundbedürfnis Harmonie. Der möchte den Gleichklang haben. Tinder, das Match, der Gleichklang, der möchte derselben Meinung anderer sein. Der möchte, dass es den Leuten gut geht. Der fokussiert sich so auf das Schöne, will das Schöne teilen und somit so negativen Energien, wie er gerne dazu sagt, ist nicht so sein Ding und das stempelt er gerne ab. Der Mismatcher hingegen ist derjenige, der Spaß an Reibung hat. Der ist kein negativer Mensch, der alles Scheiße sieht, der hat einfach nur Spaß an Reibung. Und der ist bereit, die Reibung in Kauf zu nehmen. Das ist derjenige, der hinterfragt Strukturen. Der denkt sich nicht, ja okay, ja okay, ja okay, ja okay. Der denkt sich erstmal, Moment. Und dann guckt er mal. Und vielleicht ab. Und manche Leute gucken gerade zu ihrem Nachbarn oder stupsen ihn an. Ich sehe zwei Pärchen, die das tun. Ich amüsiere mich gerade kräftig, ich schaue jetzt nicht hin. Okay, drei Pärchen, die das tun. So, und jetzt kommt der springende Punkt. Meta-Erklärung zu Metaprogramm. Metaprogramme sind weder gut noch schlecht, solange es keinen Kontext gibt. Wenn jemand eher ein Matcher ist, ist er eher ein Matcher. Wenn jemand eher ein Mismatcher ist, ist er ein Mismatcher. Das ist im Grundkern völlig egal. Wenn wir einen Kontext hinzufügen, wird es interessant. Geht mal auf ein spirituelles Treffen, geht mal zum Hippie-Lager, wo alle rumlaufen, hey, Energy, 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 und jetzt stecke ich in die Mitte einen Mismatcher rein. Täte vielleicht ganz gut, aber in dem Augenblick käme es vielleicht nicht so an. Auf der anderen Seite, Innovation. Stell dir mal eine Firma vor, ein Team, da geht es um Innovation. Da müssen Regeln gebrochen werden, ja? Aktuell, digitales Zeitalter, Regeln werden gebrochen und Mismatcher sind die Leute, die bereit sind, Regeln zu hinterfragen. Wer von euch hat in seiner Firma einen Controller? Hand hoch. Jetzt stellt euch mal einen Controller vor, der herkommt und sagt, hey Leute, also was ihr tut, das passt jetzt nicht so ganz zu den Zahlen, die wir geplant haben, aber ich weiß, ihr gebt euer Bestes und das ist schon okay und wir schauen mal nächste Woche, das ist vielleicht besser. Yay! Yeah. Wenn der Matcher das machen muss, dann kommt erstens, was er sagt, wahrscheinlich nicht an, außer er ist ziemlich gut darin und zweitens geht er abends nach Hause und sagt, ich hasse meinen Job. Der Mismatcher, wenn das machen darf, der guckt die Zahlen, sieht, dass die Zahlen nicht passen und denkt sich, yes, Leute, und es funktioniert. Es funktioniert. Mismatcher zu sein, ist eine verkannte Fähigkeit. Wir leben gerade im Zeitalter der positiven Energie, wo alles toll und schön sein muss. Und wenn da jemand anders ist, dann geht der Stempel schnell los. Der ist voll negativ, der hat voll die Glaubenssätze. Wer von euch erkennt gerade einen Menschen in seinem Alltag als Matcher oder Mismatcher? Hand hoch. Ja. Wer sich jetzt nicht mitgemeldet hat, ist ein Mismatcher. Und ich swipe, wir sind bei Tinder, ich swipe zum nächsten Metaprogramm. Detail und Überblick sortieren.
Das ist etwas, was im Common Sense, also in der, wie soll ich das, Allgemeinbildung, sehr, deutsche Sprache, schwere Sprache, das kennt man. Ja, das kennt man. Da gibt es ja einen, es gibt Menschen, die haben Spaß daran, die Ablage zu sortieren. Und es gibt mich. Es gibt Menschen, die können Dinge korrekt, vollständig, mit 100% Präzision machen. Und es gibt mich. Es gibt Menschen, die sagen, ich höre erst auf, wenn es wirklich fertig ist. Und es gibt mich. Überblick, Detail. Der Überblicksortierer ist jemand, der sieht das große Ganze. Der geht einen Schritt zurück, sieht den Globus, das Gesamtbild, fügt die ganzen groben Einzelteile zusammen und macht sich dann Gedanken dazu und das kann er gut. Und das ist eine Fähigkeit. Der Detailsortierer, wenn ich dem zu wenig Informationen gebe, schwierig. Wenn jetzt die Führungskraft von einem Angestellten ein Überblicksortierer ist, dann wird er die groben Fakten sich angucken, wird es grob verpacken und sagen, hey, du, hier ist eine Aufgabe, mach es bitte gut. Wenn der Detailsortierer hört, mach es bitte gut, was hat er gerade gesagt? Wenn der Detailsortierer der Chef ist und der Überblicksortierer der Mitarbeiter und der Chef kommt, okay, Folgendes solltest du beachten. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 2a, Punkt 2b, Punkt 2d. Dann sagt der Überblicksortierer, oh Gott, was will der mir gerade sagen? Und jetzt übertragen wir das in was, wo ihr alle anfassen könnt, und zwar die Urlaubsplanung. Ich, Überblicksortierer, Hardcore, sagt, okay, welcher Kontinent? Asien. Asien klingt ganz gut, machen wir Asien. Welches Land? Ja, für Land tut's noch. Ja. Machen. Welcher Flughafen? Ja, die Auswahl ist nicht so groß. Okay, für den ersten Tag, welches Hotel? Okay, was brauche ich? Zahnbürste. Urlaubsplan abgeschlossen. Der Detailsortierer, der macht es anders. Der sagt, alles klar. Um wie viel Uhr muss ich morgens aufstehen, um alles zusammenpacken zu können? Welche Dinge, wo ist meine Liste? Jeder Detailsortierer hat eine Urlaubsplanliste mit Gegenständen, die rein müssen. Sammelt einen Gegenstand nach dem anderen ein, nickende Köpfe im Publikum, vielen Dank. Und Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wird alles durchgeplant. Die Ankunftszeiten sind am besten geplant, die Hotels sind geplant, die Buchungen sind gemacht, alles hat seine Ordnung und es funktioniert. Wenn der Partner jetzt aber ein Überblicksortierer ist und diese Liste sieht, dann sagt er, ah! Und jetzt übertragt das Ganze aufs Angestelltenverhältnis. Aus der Beziehung kennen es viele, ich sehe nickende Köpfe, das ist super. Angestelltenverhältnis. Wenn man Mitarbeiter, Detailsortierer ist und ich kommuniziere im Großen und Ganzen, der flippt mir aus. Andersrum, dasselbe. Matcher, Mismatcher. Stellt euch vor, ihr lernt einen Menschen kennen und das Erste, was der euch erzählt, ist. Und dann kommt ihr ihm mit: Hey, das Leben ist schön, lass uns Verbindung spüren. Wenn ihr im Vertrieb arbeitet, ist dann vorbei. Im höheren Management wird es manchmal schwierig. 6:52, wir swipen weiter zum dritten. Das machen wir heute noch. Gib mir mal einen Lebensbereich. Irgendwas, wo ihr sagt, da habe ich Probleme mit meinen Mitmenschen, die sind alle komisch. Einfach anrufen. Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hast du irgendeinen Kontext für mich, ein Beispiel, wo du sagst, da funktioniert es nicht? Ich kann immer einen negativ sehen. Matcher, Mismatcher? Kann ich da einen Haken setzen für dich oder soll ich da noch eins packen? Pack mal noch eins. Schönes Metaprogramm. Gleichbeispielsortierer, Gegenbeispielsortierer. Ich habe eine Aufgabe für euch. Das Problem ist, ich werde euch diese Aufgabe heute nicht geben, weil ich weiß, dass hier im Raum niemand ist, der die wirklich leisten könnte. Es wäre erstens zu viel verlangt. Zweitens kann es kein Mensch und drittens hat niemand hier die Fähigkeiten und das Potenzial zu lernen, was dafür notwendig wäre. Und dementsprechend, guckt euren Nachbarn bitte mal an, wessen Körper sich gerade anspannt, in wessen Kopf gerade der Film geht, fuck you, den werde ich beweisen, man sieht Hände hochgehen. Jeder, der gerade innere Anspannung fühlt und das feste Bedürfnis hat, nach diesem Vortrag zu mir zu gehen und sagen, du hast keine Ahnung von nichts, dir werde ich es zeigen. Der ist das, was man einen Polarity-Sorter nennt, einen Gegenbeispielsortierer. Jeder, der jetzt sagt, ja, wird wahrscheinlich recht haben, ist das Gegenteil, der Gleichbeispielsortierer.
ist beides sehr praktische Metaprogramme. Das eine ist sehr gut beim Hinterfragen, das andere ist sehr gut, um Harmonie zu erschaffen. Und lustig ist es, woran erkennt man einen Gegenbeispielsortierer? Wenn ich ihn frage, bist du ein Gegenbeispielsortierer, dann sagt er, nein. Richtig. Der Gleichbeispielsortierer sagt, ja, könnte schon sein. Also ich habe da schon so Anteile in mir. Wahrscheinlich hast du recht. Und dann wisst ihr ganz genau, ja. Wie nutze ich das in der Arbeit? Angenommen, bei dir weiß ich, du bist Führungskraft, du hast ein Team. Habe ich richtig im Kopf? Beziehungsweise bist du der Kleister im Büro, habe ich richtig im Kopf? Das heißt, du sagst auch mal, wo es lang geht, beziehungsweise könntest du es vielleicht tun. Wenn du jemandem was delegierst und der ist ein Gegenbeispielsortierer, wo ist die Akte? Ah, Kirsten. Eigentlich wäre es heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Ich will dich überladen. Heute nicht mehr. Wer spürt's? Wer spürt's? Wer spürt's? Wer spürt's? Wer spürt's? Wer will's? Hoppla. Wenn du ein Gleichbeispielsortierer hast und es mit ihm tust, dann sagt er, und weiter? Wenn du weißt, dass es ein Gleichbeispielsortierer ist, dann gehst du hin und sagst, hey, Andreas, bei dir weiß ich, dass du kein Gleichbeispielsortierer bist. Und zwar überhaupt keiner. Ich habe eine Aufgabe und dafür brauche ich dich. Mein Gott, du bist der Richtige dafür und du schaffst das. Das wird toll. Und es ist einfach für dich. Es ist keine Herausforderung. Es ist leicht. Möchtest du das machen? Seine Frau weiß, er lacht, weil sie weiß, seine Reaktion wäre in Natura eine andere. Und dieses ist die abgeschwächte Form davon. Danke. Bitte, 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 bitte. Jeder, der jetzt lacht, hat im selben Augenblick eine Selbsterkenntnis. Deswegen entspannt euch. Ich will noch eins, ich will noch eins. Irgendeinen Lebenskontext? Ranrufen, bitte? Schwimmbad. Irgendeine Situation, wo es kommunikativ nicht klappt? Bademeister, Schwimmgast. Und der ist irgendwo und der Bademeister geht hin und sagt, weg mit dem Essen. Das ist ja voll unrealistisch. Okay, machen wir einen Praxisbezug. Erfinden wir ein Metaprogramm dafür. Und zwar, ich habe gerade keinen Namen im Petto, deswegen sage ich Reaktion auf Autorität. Wenn jemand den Namen einfällt für das Programm, bestimmt gibt es das, ich habe es gerade nicht im Kopf. Du gehst hin und fragst, hey, sag mal, weißt du, dass man hier nicht essen darf? Und dann kommt eine von zwei Reaktionen, entweder ja oder nein. Wenn er sagt nein, dann kannst du ungefähr abtasten, wahrscheinlich ist es ein Harmonietyp, wahrscheinlich ist es ein weicher Typ, ein sanfter, der einfach so seinen Frieden haben will, es nicht wusste. Dann sagst du, hey, geh bitte da draußen zum Essen, da kannst du wunderbar essen, hier mögen wir das nicht so, weil es ist nicht so die tolle Sache. Dann sagt er, okay, danke, und geht. Wenn du den kommst, du Arsch, dann verstörst du den. Wenn er aber sagt, ja, dann sucht er seine Grenzen, ja, dann ist er jemand, der will. Und für den ist es auch okay, wenn es Reibung gibt. Und dann holst du den Louis und schickst ihn hin und der Louis dann und der Typ zurück und innen drin dann so ah, ah und der Kunde so ah und dann hast du beide glücklich und gehen. Ziehen so eine Fresse, aber insgeheim so, oh, war das toll. Schmeißt ihn vorher raus. Ja, genau. Und so spürt der Verbindung, ja, so spürt er dich. Ja, kein Scheiß, so läuft das. Weißt du, und jeder, der jetzt lacht, weil er sich denkt, ey, das ist doch voll vom Mars, der ist für die Gegenseite. Und die Gegenseite ist für die andere Seite genauso paradox. Sag mal einem Mismatcher, wie toll das Leben ist. Der sagt, du bist ein Feelgood-Hippie, verpiss dich bitte. Ich möchte dich nicht in meinen Dunstkreis haben, komm auf den Boden in die Realität, ja. Und genauso Detailüberblick, Urlaubsplanung, Arbeitsdelegierung oder auch Tagesablauf. Wenn ich sage, hey, ihr Mitbewohner, hier Tagesablauf, 6 Uhr aufstehen, 6 Uhr 5 Meditation, 6 Uhr 30 Sport, 6 Uhr 45 Zieleplanung, 7 Uhr rausgehen und der Typ ist ein Überblicksortierer, sagt er, mein Plan, aufwachen, genießen. Ende. Und es ist okay für ihn. Und wenn ihr das ungefähr raus habt, wie die anderen ticken, und nicht mehr von euch auf andere zieht, wie ich früher, wo ich klein war. Ich dachte, jeder hat meine Programme und habe mich gewundert, weil es nicht so war. Fuck. Wenn ihr das ungefähr raus habt und abgetastet habt, wo steht der andere, dann könnt ihr
menschengerecht kommunizieren. Und wir leben im Zeitalter des Individualismus. Ja? Jede moderne App hat die Möglichkeit, wir machen unser eigenes Müsli. Jeder hat ein eigenes Müsli, wenn er möchte. Wir haben eigene Kleidung, wir haben eigene was weiß ich was. Und dementsprechend ist es auch Zeit, individuell zu kommunizieren, sei es in der Arbeit oder im Privaten. Und mit dem Impuls, ein bisschen mehr auf die anderen zu gucken und weniger auf euch, wünsche ich euch einen geilen Abend. Auch eine Punktlandung. Vielen Dank, Marc.